Ich bin die neue Kollegin nebenbei, Amelia Greenleaf. Jack Wolf. Freut mich. Ich dachte, wir gehen essen oder spazieren oder sowas. Nur solange Sie nicht sagen, Sie sind verheiratet und hätten sowas noch niemals getan. Ich bin verheiratet und ich habe sowas noch nie gemacht. Klar ist er verheiratet, er ist der Seniorpartner, die sind immer verheiratet. Was hast du erwartet? Ich dachte, ich wäre seit Monaten darüber hinweg. Und hast du schon mal das Kind gesehen? Nein, noch nicht. Aber nach Jacks Geschichten scheint er mir ganz schön schwierig zu sein. Heute bin ich es nur. So ist es. So ist es. Wann wird mein Vater denn nach Hause kommen? In etwa 3 Stunden, okay? Das ist echt scheiße. Sag nicht scheiße, deine Mom wird denken, du hast es von mir. Das habe ich von dir gehört. Es ist beschissen, wenn dein Kind alleine ist. Du verstehst das nicht. Du bist nicht so anspruchsvoll wie meine Mom, klar? Es ist ja offensichtlich, dass Ihnen nichts an ihm liegt. Das ist nicht wahr. Da sind Sie in Ihrer Nähe nicht sicher, Emilia. Das haben Sie bewiesen. Er ist ein Kind. Und Kinder müssen beschützt werden. Es geht um Isabel. Es geht nicht um Isabel! Sie zu verlieren, brach auch mir das Herz. Also, mir geht's gut. Die Zeit heilt die Wunden und es wird alles gut werden. Ich weiß es. Der Tod hat keine Bedeutung. Ich bin nur in den Raum nebenan gegangen. Ich bin dort. Ihr seid hier. Die Kinder haben alle Bilder von ihren Familien gemalt. Das ist nicht seine Familie. Hey, was soll dieser Unsinn? Das ist nicht seine Familie. Wie ist es jetzt? Ich habe Isabel als Engel gemalt. Auch wenn ich nicht so recht an Engel glauben mag. Naja, damit du dich besser fühlst. Danke. Ich liebe dich. Ich weiß. Ich dich auch.